Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge von Life is Strange. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir sind jetzt in den Dormitories, also im Studentenwohnheim. Und die bringen ihr jetzt doch das Handtuch endlich mal, nachdem Victoria ja von Farbe aus unerklärlichen Gründen bespritzt wurde. Oh, lol. Red Room. Room 217. No way in hell am I ever going in here. Na, wer weiß denn, aus welchem Film das ist? Das ist meiner Meinung nach einer der besten Horrorfilme überhaupt. Kann man sich geben, auf jeden Fall. Solltet ihr das nicht kennen, bitte, 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 guckt euch The Shining an. Taylor is a slave, okay. Is this a Vortex Club or a Victoria Club initiation? Truly pathetic. Gucken wir mal, was hier so abgeht. Serious life-threatening diseases. Ach was. And nobody is immune from exposure. Get the facts now. Ah, okay. Nur dann. Go, Miss Grant. Not sure if I will, though. I'm a loser. Don't let Big Brother watch you. Ach so, das ist diese Petition, bei der wir uns wahrscheinlich auch angemeldet haben. Ja, genau, mit dem Surveillance System. Also, dass auch im Studentenwohnheim Kameras aufgestellt werden sollten, finde ich auch sehr, fragwürdig. As if. Genau, ein reines Mädchenstudentenheim. Macht ja auch Sinn. Juliet, Extreme Reporter. Read this week's edition of the Blackwell Totem. Aha. Ah, da ist nochmal das Missing Persons Poster. This girl must have been popular. She's everywhere. Be alert on campus. Observe the following tips for your safety. Always be aware of your location. Ach so. Hey, wo bin ich denn eigentlich gerade? Na gut. Always let a friend know where you are or where you're going. Okay. Always report any incident immediately to the campus authorities and to download a free campus blah blah blah. Could be fun. Glad I'm not the only lonely nerd around here. Geek-Grills Book Club. Ah, okay. This bike will lead you anywhere. Das sieht aber ziemlich gut aus, also für $20. Thanks for the warning. Vortex Club coming soon, okay. Ah, hier sind die Duschen, da dürfen wir nicht rein, da ist gerade gewischt worden, das sieht mir nur nach Duschwasser aus. Sieht aber extrem gut aus. Oh, Feueralarm. Ne, den brauchen wir nicht. Was können wir hier machen? Guck mal, das Toilettenpapier. Looks like nobody won this TP war. There's nothing left but ghosts. Okay. Den brauchen wir jetzt nicht. At least that's an alarm from this century. Missing Persons Post. Boah, ohne Spaß, das hängt ja echt überall. Das ist ja echt krass. Bitte was? Okay, this is just mean and stupid. What the fuck? Oh, das können wir wegmachen. Ah, peace. This action will have consequences. Oh! Warum das denn? Was soll das für Konsequenzen haben? Na dann. Oh, bei uns steht nichts drauf. How sad. I didn't write anything. I have nothing to say. Es stimmt doch gar nicht. Du hast sau viel zu sagen eigentlich. Tust es nur nicht. Das ist ein Unterschied. Oh, Victoria, give me a fucking break. Be the change you wish to see, Gandhi. Hier noch mal, nee, ist nichts Interessantes. Was ist das für ein Poster? But what's this poster really trying to tell me? This is your planet, and when it comes to protecting the environment, you're the boss. It's up to us to make a choice. Come raise your voice, save the Earth. Okay, also wenn nicht noch dieses kleine Post-it da dran wäre, könnte ich dieses Poster sogar ernst nehmen. Was steht denn hier? Oh, Pi. Warren should be all over Brooke. They're perfect for each other. Oh, Pi und Pi, boah, was ein Witz. Leck mir am Arsch. So, jetzt müssen wir endlich mal hier dieses Flash-Ding, den USB-Stick holen. Oh, das ist der Teddy von früher noch. Oh, und sie spielt Akustikgitarre, cool. Home sweet home, my favorite cocoon. Also, das ist ein echt cooles Zimmer eigentlich.
Finde ich gut. Oh, wir haben schon wieder... Oh, Mom hat uns geschrieben. Hey. Max, your principal sent me an email saying that you told some tall tales about a Blackwood Honor student. Is this true? Principal said this was a serious false charge and that he's worried you're telling stories. Call me ASAP so we can talk about this, Mom. Ach cool, also es scheint schon vom Tisch zu sein. Die Hintergründe kennen wir natürlich noch nicht so ganz, aber ich kann mir gut vorstellen, naja, dass der Schulleiter sehr beeinflussbar ist und sich da hat auch beeinflussen lassen. Was haben wir da? Looks like Dana left me a little post-it note. I borrowed your drive so I can watch some flicks while I study. If you need it back, just track me down in my room. Ach, das ist so sehr nett. Great. Now I have to go get the flash drive from Dana's room. Oh. Aber wir gucken uns natürlich überall um. Philip Lorca de Corsia, my man. I don't think I could take my camera to those places. Look at that shot. I love Julia Cameron's Victorian vibe. Talk about analog cameras. Ah, oh, Dolly, what a fantastic eye. He could truly freeze time. Aha, also kurz, was ist mit dem Laptop? Daniel has so much talent. I hope nobody hates on it just because it's me. Ja, das wäre nämlich noch die Sache. Also das ist jetzt die Facebook-Seite. Und hier sehen wir, dass Daniel den Quick Sketch gepostet hat. I am so addicted to this site. Look at these vintage beauties. Ja. Warren makes me laugh. It's nice to feel like I already made a real friend here. Thanks for your email and copy of Jefferson's class notes. Now I shall never stop sending a message of gratitude. I'll also have rather eclectic collection of TV, color, and so weiter. Thanks again for the help. I'm a scientist more than an artist. Explain to me how a camera works. ja, kein Problem. Das weiß ich doch alles sofort. Oh, wir haben DVDs. Welche denn? One day I'll organize my film collection. One day I'll get an actual HDTV. Ja, generell so ein TV. Oh, wir sollten wahrscheinlich hier, genau, wir sollten die Pflanzen mal wieder bewässern. You are thirsty. I'm the worst baby mama. Drink up. Die spielen draußen immer noch Football. Oh, was? Bitte was? Diese Aktion wird Konsequenzen haben, dass wir unsere Pflanzen gegossen haben. Okay. Na dann. Instant film is so damn hard to find and expensive now. I'm glad Kate let me borrow her copy of the October Country. I should have every Bradbury book for myself. Oh, wir können spielen. Hau mal rein. Ja. Okay. Also sehr basic. Jetzt hör doch mal auf, blödes Handy. Was haben wir? Oh, Note. Vielleicht ist die wichtig. Warren even left me a little message with his flash drive. He's such to Max, whom it may concern. Okay, the cinematic contents of this flash drive are of graphic, life-altering, controversial nature. This collection has been downloaded with the greatest care and for the most discriminating viewer. Congratulate you on your taste and eagerly await your in-depth reviews of Cannibal Holocaust and Ultra Vixens. Nice. Aber mal schon Peace. Ne, hinlegen wollen wir uns irgendwie gerade nicht. Da, wir müssen noch ein bisschen was machen. Max und Chloe, best friends forever. Who even says that anymore? I'm going to have to call Chloe eventually and find out what she'll say. The longer I wait, the worse it'll be. Idiot. Ja, einfach anrufen. Ne, Mucke hören brauchen wir gerade echt nicht. Das hätten wir eigentlich immer nachkommen. Ah, jetzt weiß ich, woher es kommt. Artbooks?
Cartier-Bresson, Doisneau, Hamilton, the greatest. Er scheint sich wirklich extrem dafür zu interessieren, auch Talent zu haben, ist gut. The Max Caulfield Photo Memorial Wall. Oh, das ist bestimmt noch der erste Teddy von früher. Ahoy, Captain. At least I know you've got my back. When ich hab auch noch meinen ersten Teddy. And my parents rushed me to the ER, I knew we were bonded forever. Okay, was? Oh, da kann man ein Foto machen. Ich glaube, Fotos mache ich immer da, wo ich es kann. Jemand hat mir zwar schon geschrieben, ich habe eine Stelle schon verpasst, aber das wusste ich einfach nicht. Okay, wir haben eigentlich alles durchsucht. Jetzt sollten wir langsam... Oh, Cookies! Ich will Kekse. Isst doch einen. I love that Mom sent me a fat box of chocolate coconut bites for my birthday. And slipped in a $200... It's hard to believe I'm 18 now. I'm lucky my parents enabled my photo habit into adulthood. Happy birthday, Maxine. Never forget the day. It's your special day. We love you, mother and father. Zumindest das Verhältnis zu den Eltern scheint zu stimmen. Would Man Ray call them selfie portraits? It's not exactly pretty in pink, but no shits are given. I like my wardrobe. Ja, komm, dann gehen wir mal zu Danas Room. Das war Dana, ne? Können wir sonst noch was machen? So eine Lampe habe ich auch, aber ohne Riss. Oder ist das so, so gewollt? Was ist das denn hier? I'll miss going to the games with my dad. Go Thunderbirds. Okay, ich habe keine Ahnung, was für ein Sport das sein soll. Musik ist cool. Aber wir müssen zu Dana, glaube ich. You can't get out now, Dana. So tell me the truth or rotten there. Uh-oh. Welcome to the real drama queens of Blackwell. Was ist denn da wieder los? Answer you what? Juliet looks like she's ready to throw down. Sie scheint nicht so ganz so gute Laune zu haben. Hey Juliet, is everything cool? Oh yes, Max. I've locked Dana in the room because we're cool. If you don't let me out, was hat sie denn gemacht? What did she do? What didn't she do? Dana's been sexting with my boyfriend. Ouch. What the How fuck? How did you find out? Why do you care? Why are you even asking me? You never talk, just zone out with your camera. That's why I'm talking to you now. What's my last name? Oh shit. was würde denn passen? Patson, Mason, Olsen, Watson. Julie, ich glaube, du siehst aus wie eine Mason. Juliet Mason. That was truly sad. Thanks for your concern, Max Caulfield. Shit. By the way, Juliet Watson. Ja, okay, ich Hey, Juliet. Oh, yes, Max. Let me out, Juliet. This is so stupid. Juliet Watson, you be nice. I'm flattered. I didn't even think you knew my name at all. Of course I do. Natürlich. Thanks. I locked Dana in because she was sexting Zach, my boyfriend. Unbelievable. Would Dana do that? According to Victoria, Dana would do anything to date a quarterback. According to Victoria? Huh. She saw the sext, and Zachary won't answer his phone. Once Dana admits it, she can go. Straight to hell. Max, I swear I didn't do anything, but I bet Victoria... Ich glaube dir irgendwie kein Wort. Also wenn das aus von Victoria stammt, das kann ja wohl nicht wahr sein. Irgendwie... Was können wir denn tun? Können wir mit Victoria reden? Ich glaube, wir sollten hier noch nicht raus. Reden wir mal noch mit ihr. Vielleicht kriegen wir sie ja dazu. I'm not letting her out until she tells the truth. Okay. Dann müssen wir mit Victoria reden, oder? No need to go there now. Okay. Aber mit ihr da drin können wir auch nicht reden. Haben wir sowas wie ein wir haben ja ein Telefon, aber können wir das irgendwie benutzen? SMS, Dad, Kate, Mom, Warren.
passiert eigentlich hier? Wie kriegen wir die denn jetzt dazu, einen Abgang zu machen, verdammt? Ich weiß doch nicht, in mein Victoria's Room. Oh. Oh, das könnte sehr böse enden. Naja, ich will hier nicht anfangen rumzuwühlen. Ja, die hat natürlich ein TV, Gazette. Irgendwie müssen wir Hinweise finden. Ich. Missing Persons Poster. Okay, da sagen wir einfach nichts zu. Victoria is a real Jefferson Groupie. Ich denke, es wird mit dem Laptop zu tun haben. Jewelry. Ja, gut. Hat halt was. Tablet. Oh, das könnten wir benutzen. Aber Sachen immer nur angucken. Ich weiß noch nicht, ob wir irgendwie Zeit haben oder so. Hm, benutze ich jetzt erst den Laptop? Oder erst das Tablet? Oh, verdammt, ey. Der Laptop wäre so offensichtlich. Gucken wir mal. Is she going to get a 3D printer for her dorm room? Maybe I will join her posse. What the fuck? Joa, kann man sich ja mal erlauben. Wie viel sind denn $3,600? Weiß ich nicht, 3000... 3100 Euro? 3200? Irgendwie sowas? Joa, kann man mal nehmen. Aber das Tablet war es nicht. Dann gucken wir mal im Laptop. I'll give Victoria props for not posting my photo. And for this nice shot. Boom! This is the email I need to show Juliet. Now I have to print this fast and get the hell out of here. Oh. So sad to inform you that I totally punked Juliet and Dana just now. All I had to do was mention to Juliet that I saw nasty sext from Dana on Zach's phone. Dumbass believed me, and so I expect there to be a dorm rampage soon. Juliet deserves this for slotting Zach away from me. As for Dana, who gives a shit? Get your popcorn. Naja, das ist schon ziemlich arschig. Warte mal, wenn wir das printen, wo kommt das? Wo ist denn der Drucker? Hä? Wo ist denn der? Wo steht denn der Drucker? Also wenn wir das jetzt ausdrucken. Da! Okay, ich hatte schon gedacht, die hätten hier irgendwie so einen allgemeinen Drucker und das würde dann irgendjemand nehmen können. Oh, nee, Mist. Ja, ist ja gut. Aber ausloggen oder so müssen wir uns da nicht, dass das keiner mitbekommt, ne? Nee. Tablet, nimm das schnell. This better convince Juliet that Dana is innocent. Aber ich fühle mich irgendwie total komisch dabei, hier so diesen den Raum von anderen Leuten zu durchsuchen. Das hier hat ja nichts damit zu tun. Nee, nee, nee. Das lassen wir mal schön bleiben. Hey, du musst die Tür nur anlehnen, ne? Oh, nein, nicht die Tür zumachen, du Amateur. Die Tür war nicht zu. Ach Gott. So. Hier, Juliet. Guck mal. Juliet, read this. Of course. I'm an asshole. I'm sorry, Dana. You are. And I hope so. You really think I'd mess around with Zachary? No. But I get stupid jealous. I owe you dinner. Still love me? And you do my laundry. Thanks, Max. You're like the Blackwell Ninja. Now let's see what Zach has to say about Victoria. You set me free. Thank you. Warren's flash drive is on my desk. Die beiden passen also zumindest so von der Optik auch nicht so wirklich zusammen. Almost done. Get the flash drive and then I'll go see Warren. Aha. Aha, die hat schon etwas andere Vorlieben. Sport, okay. Go Bigfoots. Sie ist Cheerleader, guck mal an. I can't even imagine what life would be like being a cheerleader. Dramatic, I guess. Ja, sehr dramatic. Bisschen mit den Tampons da. Wo war das denn noch? Ach, bei, hier bei TV Total damals. Wie heißen diese Chili-Digger? Tampons.
Hey, Moment, was ist das denn? That looks like a home pregnancy test. Uh-oh. Den können wir wirklich nehmen, ohne dass sie das mitbekommt? Das glaube ich irgendwie nicht. This is both sad and pathetic. Dana, I suck at writing, but I thought I should write this so you might not hate my dumb ass forever. And now I act like a tough jock around... Boah, Alter, was ist das für eine Handschrift? Everybody, but I never had to act around you. I'm not the kind of man you deserve. You saw how I passed out. If you need any money, let me know. Oh Gott. What the fuck? Was ist das für ein letzter Satz? So beendet... Oh mein Gott. Oh Mann, ey. Ja, wenn du Geld brauchst, dann, ne? Sag mir Bescheid. Aber wir gucken... Ach, komm hier. Ich will natürlich mal gucken. Zeig mir her. Na, na, na? Und? Oh, Max, that's mine. Thank you. Oh, oh. You're not helpful. You're just nosy. I think you better go. Ja, wo war's? Ich? Nee. Nice, Max. You hurt her feelings by being so damn nosy again. But I could rewind and make it up to her. Natürlich. Hallo? Ich hab gedacht, die würde es nicht mitbekommen. Die ist doch hier bei ihrem cool Style. Astro... Nee, was? Wie heißt denn das Magazin da bitte? Was? Ja, Astro Train. Nein, nein. Wir nehmen natürlich dann nur unser Flash Drive. Must protect my precious, so Max never has to chase it down again. Nice. My precious. So, hä? Was? Wie Flash Drive? Ooh, Dana's Facebook wall is up and running. I shouldn't look. Nee, wir gucken natürlich nach. Of course a popular cheerleader like Dana would have a million friends. Mindestens. So fascinating to get a peek into Dana's social media world. And yes, Max, so terribly wrong. Oh ja, aber wir können die Zeit zurückdrehen, sodass sie überhaupt nichts davon merken wird. Hey girl, thanks for the party favors. Oh mein Gott. What up, Dana? Just couch with Super Mario. If you wanna come over or go for a walk, let me know. Ja, okay, alles ganz normaler Kram. Hat ihr es mitbekommen? Natürlich nicht. Was können wir mit dem Flash Drive jetzt hier machen? I better make sure everything is still in there. I think Warren forgot to hide the Party Buster folder. Not that I would open it, no matter how tempting. I have my self-respect. Bitte was? Natürlich machen wir den auf. Partybuster, da, hier, Doppelklick. Geht nicht, verdammt. Weird Science, okay, not downloaded the Partybuster, das sind die ganzen... Okay, und Max. Max ist wichtig. Da ist auch alles drauf. Was hat die denn... Hey, Dana. Seriously, thanks again. I can't believe Juliet locked me in my own room. Real mature. I heard a rumor about you. Echt jetzt? Das ist unterstrichen, also unterstrichene Sachen sind wichtig und die müssen wir natürlich aufhören, ne? Dana, I'm not trying to be nosy, but I heard a rumor about you. What? Who told you I was pregnant? Was? Nobody important. They just acted like it was bullshit. I just wanted you to know. It's like a goddamn reality show around here. Can you keep a secret, Max? Natürlich kann ich. Of course. I was pregnant. Ach du Scheiße. Oh. What about the other? That'd be Dad. You can catch him on the 40-yard line this Friday. And it's not Zachary. Wir könnten fragen, zurückspulen und dann sagen, ey, hör mal, geht mich eigentlich gar nichts an, weil es geht uns gar nichts an. Aber wenn wir schon mal die Vorgabe... Who then? And you don't have to tell me. In fact, you better not. I like your spirit, Max. Anyway, you better get that flash drive so Warren has an excuse to bug you. Okay.
Krass, finde ich jetzt schon ziemlich hart. Wobei die Umstände, naja, gut. Schwieriges Thema. Ob sie jetzt abgetrieben hat oder verloren hat, haben wir ja nicht erfahren, aber. Shit, ey. Na gut, den brauchen wir dann nicht mehr. Dann sind wir hier eigentlich fertig. Hey, Moment, da ist noch. Klinik. Oh, ah, da ist die. I assume Dana kept the appointment. Ah, okay. 2. Oktober. Gut, dann wissen wir da auch Bescheid. So schlechte Laune, so schlecht gelaunt oder so down scheint die mir aber nicht zu sein. Können wir noch irgendwas anderes mit der reden? Now I feel too wiped out to leave. Okay. Ja, John. Kommen wir ja zu Warren. Wo wartet denn Warren? Oh, wir haben. Oh, shit, jetzt. Jetzt habe ich genau in dem Moment auf Tab gedrückt, wo wir eine neue SMS gekriegt haben. Aber von wem war die denn jetzt? Von Warren vielleicht? Nee. Kate? Nee. Dad? Nee. Verdammt, was stand denn da jetzt? Ich habe es weggeklickt. Ich hab auf Tab gedrückt. Das war keine Absicht. Es war, verdammt. Oh cool, hier ist eine Map. Vielleicht bringt es was, wenn wir uns die angucken. Blackwell isn't that big, but it sure feels like a labyrinth. Naja. Ach so, und das hier sind die. Welcome to Black Hill. Ach, guck mal an, hier hätten wir auch den Nachnamen rauskriegen können, ohne dass wir zurückspulen. Aha. Das ist ja gut zu wissen. Ach nee, vielleicht haben wir hier so ein Foto gekriegt. Warte mal. Nee, haben wir auch nicht. Ich habe heute leider kein Foto für dich. Was soll denn das? Vielleicht war es der Tagebucheintrag. Ich weiß nicht, wieso wir immer am 18. August einsteigen. Gehen wir mal so zurück. Warte mal. Oh Gott. So, das heißt, hier müssen wir weitermachen. Oder? Da können wir dann wieder Pause drücken. Hey, sie hat X-Files geguckt. Ist mir direkt sympathisch. Finde ich gut. Nächste Seite. Und die letzte für heute. Okay, das spricht schon mal wieder für Max, dieses I felt like a weasel going through Victoria's room and laptop. Macht mir hier sehr sympathisch, finde ich. Und das ist auch so eine Sache, also erst so von wegen so maybe there's hope und dann wieder Highschool-Drama sponsored by Victoria. Ich weiß nicht, ob da irgendwie noch Hoffnung ist. Aber wir müssen jetzt zu Warren, der will seinen Flash Drive haben. Und das machen wir morgen. Bei einer neuen Folge von. Ja, fuck. Oh. 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 Da müssen wir vielleicht zurückspulen, intervenieren und wie gesagt, morgen eine neue Folge von Life is Strange. Ich danke vielmals fürs Zuschauen und bin gespannt, was noch passiert und wann wir endlich irgendwie so an den Fall Rachel rangelangen und wie es mit Victoria noch weitergeht und wer ist eigentlich der Vater gewesen? Ach, keine Ahnung. Vielen Dank. Schönen Tag noch. Ciao.